Wir fangen an mit Florian Schüttke und Thomas Robel, und zwar Generation Z sucht keine Nummer, beziehungsweise Validio Crowdsourced Communication. Viel Spaß. Danke. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas Robel von der Valid.io. Mein Kollege und ich, der Florian Schüttke, wir haben uns mit dem Problem befasst, wie Menschen nach Kontaktdaten suchen und wie wir sie dabei unterstützen können. Das Ergebnis möchten wir euch jetzt mal in 10 Minuten kurz vorstellen. Dazu müssen wir kurz eine kleine Zeitreise machen, ca. 30 Jahre in die Vergangenheit, so ungefähr ins Jahr 1984. Damals waren die Mitglieder der Generation Golf gerade dabei, Teenager zu werden. Kommunikation fand damals neben dem persönlichen Gespräch und dem Brief nur über das Telefon statt. Und Telefon, das hieß damals Festnetz. Festnetztelefon war in der Regel in Familienbesitz, das heißt, wenn man da telefoniert hat, dann wusste man nie so recht, wie man dann am Telefon hat. Es war kein persönliches Kommunikationsgerät, wie es heute das Handy ist. Die Haltbarkeit von Telefonnummern war auch deutlich höher als heute. Jeder Nutzer hatte in der Regel nur eine private Rufnummer und Providerwechsel war noch ein Fremdwort. Sprich, die Kommunikation war damals einfach, stationär und amtlich geregelt. Wie wird dagegen heute kommuniziert? Die Anzahl der Kommunikationswege hat sich drastisch erhöht. Hinzugekommen sind neben dem Telefon das Mobiltelefon, soziale Netzwerke, Text-Messaging-Dienste wie WhatsApp und iMessage, Fotomessaging-Dienste wie Snapchat und Instagram. Kommunikation ist heute zwar deutlich besser verfügbar als vor 30 Jahren, ist aber auch deutlich komplexer. Den richtigen Weg zu finden, um Kontakt mit einer Person aufzunehmen, ist also heutzutage schon etwas schwieriger geworden. Warum nun sucht die Generation, wie wir das behaupten, etwas provokant, nicht mehr nach einer Nummer? Die Telefonnummer hat, wie erwähnt, durch Messenger und soziale Netzwerke Gesellschaft bekommen. Und damit ist auch das Suchen nach Kommunikationswegen, um eine Person zu erreichen, anders geworden. Hinzu kommt, dass die Mitglieder der Generation Z zu einem großen Teil always on sind. Dank Smartphone und Tablets ist es heute möglich, die Mitglieder dieser Generation nahezu 24/7 zu erreichen. Dazu vielleicht noch eine kurze Zahl, um das zu untermauern. Ca. 46% der US-Amerikaner, die zur Generation Z gehören, sind täglich länger als 10 Stunden online. Bei den Briten verhält sich so, dass 96% der Briten zwischen 16 und 24 Jahren eine Messenger-App benutzen, wie iMessage oder WhatsApp, um die tägliche Kommunikation abzuwickeln. Damit erscheint es logisch, dass die Suche nach einer Nummer allein nicht mehr ausreichend ist. Die Art, wie die Jugend heute kommuniziert, hat sich selbst im Vergleich zu von vor 10 Jahren dramatisch verändert. Vielleicht hat schon mancher so eine Erfahrung gemacht, wie sie hier auf dem kleinen Cartoon zu sehen ist. Die Generation Z ist jetzt ganz klar auf Social Networking und auf miteinander vernetzte soziale Multimedia-Plattformen. Ein paar Zahlen vielleicht noch zu der Entwicklung. Facebook hat allein in Deutschland 26 Millionen tägliche Nutzer, WhatsApp etwa 20 Millionen registrierte Nutzer. Für Sie sind diese Kommunikationsformen, über die wir hier sprechen, nichts Neues, sondern tägliche Realität, mit der Sie aufgewachsen sind. Sie sind die wirklichen Digital Natives. Sie kommunizieren ganz anders als Ihre Vorgänger und wir müssen den klassischen Suchweg deshalb ergänzen und erweitern, indem wir den Benutzer dort abholen, wo er sucht. Aber wo ist das? Wo sucht der Benutzer heute? Nicht nur die Zahl der Kommunikationskanäle, die wir zur Verfügung haben, hat sich verbreitert. Auch die Anzahl der Dienste, in denen nach Personen gesucht wird, die ich kontaktieren will, ist größer geworden. Verzeichnisse, Suchmaschinen, soziale Netzwerke und Ähnliches. Und unserer Ansicht nach liegt genau in diesem Bereich auch unsere Chance. Jeder dieser Dienste bietet Informationen zu Personen von einer gewissen Relevanz, aber es bietet immer nur einen Ausschnitt an. Unser Ziel ist es, diesen eingeengten Blick zu erweitern. Wir wollen dem Nutzer das ganze Bild bieten, nicht nur einen Ausschnitt. Aus dieser Betrachtung heraus haben wir gelernt, dass wir den Benutzer dort abholen müssen, wo er gerade sucht, wenn wir dem veränderten Kommunikationsverhalten Rechnung tragen wollen. Und wie wir vorhaben, das zu bewerkstelligen, das wird Ihnen jetzt mein Kollege Florian Schüttke erzählen.
Danke. Danke, Thomas. Danke. Mein Name ist Florian und ich möchte euch jetzt erzählen, was wir uns so ausgedacht haben, um uns den Herausforderungen zu stellen, die der Thomas gerade eben beschrieben hat. Das heißt, wie kommen wir dem Benutzer wieder ein Stück näher? Ich möchte euch dazu etwas hinter die Kulissen führen und diese wundertolle PowerPoint-Animation zeigen. Also, wichtig ist für uns, dass wir die Zusammenhänge erkennen. Das heißt für uns, dass wir herausfinden, wie unsere Benutzer sich untereinander kennen und ob sie sich überhaupt kennen. Okay, und das möchte ich mal an einem Beispiel demonstrieren. Ich nehme jetzt mal mich und sage einfach mal, ich habe mich bei einem unserer Dienste registriert. Darüber hinaus habe ich auch noch Kontaktdetails meiner Freunde zur Verfügung gestellt, zum Beispiel meine Facebook-Kontakte. Und wir gehen jetzt mal weiter davon aus, dass es auch noch andere Benutzer gab, die das getan haben, haben sich registriert und Kontaktdetails hinterlegt. Und was wir jetzt im Moment machen, das hat auch der André, der ist unser Datenbankspezialist, wir gehen her und versuchen, diese Zusammenhänge herauszufinden. Das heißt, wir stellen auf einmal fest, dass einer der Benutzer mir auf Xing folgt oder auf Facebook oder auf Twitter und können daraus eigentlich ein bisschen Struktur in diese Unordnung bringen und sagen einfach, okay, gut, diese Merkmale gehören wohl zu mir. Und die Personen, die außen rum sind, die sind dann wohl mein Netzwerk. Das heißt, wir gehen her und erzeugen für jeden Benutzer ein persönliches Netzwerk. Und wenn wir das getan haben, ergibt sich ein großes Gesamtnetzwerk. Und diese Informationen, die wir daraus ableiten können, die nehmen wir jetzt, um daraus Produkte zu entwickeln. Produkte, die es den Benutzern einfacher machen soll, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Gut, das war jetzt die Basis. Wie geht's weiter? Wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir den Leuten ein bisschen näher kommen wollen. Also zum Glück haben wir hier im Verlag sehr erfolgreiche Produkte, die es jetzt für uns einfach machen, solche Ideen einfach auch mal der breiten Masse zugänglich zu machen. Eines dieser Produkte ist die Webido. Die Webido ist eine Personensuchmaschine und das heißt, ich kann einfach nach einem Namen suchen und es wird im Internet gesucht und alle relevanten Ergebnisse zu diesem Namen werden mir angeboten. Wir haben uns jetzt gedacht, es wäre doch nicht schlecht, wenn ich schon nach einer Person gesucht habe, diese Person vielleicht auch anschreiben könnte. Und hierfür haben wir ein kleines Widget geschrieben, das sich direkt auf der Seite öffnet. Ich kann darin mein ganz persönliches Netzwerk durchsuchen, um vielleicht jemanden zu finden, der die Person, die ich kontaktieren will, kennt. Und darüber hinaus kann ich diese Person auch fragen, ob er meine Nachricht übermitteln möchte. Wir nennen diese Person Kontakter und ihm ist freigestellt, ob er die Nachricht tatsächlich auch übermitteln möchte oder nicht. Wir haben jetzt schon sehr viele Nachrichten verschickt auf diesem Wege. Das Widget ist seit, weiß ich nicht, circa zwei Monaten online. Und wir können uns vorstellen, diese Funktionalität durchaus auch auf anderen Portalseiten anzubieten. Was können wir noch tun, um dem Benutzer ein Stück näher zu kommen? Wir haben uns gedacht, oder es ist ja eigentlich offensichtlich, dass der Browser selbst doch ein ganz guter Platz ist. Im Browser habe ich die Möglichkeit, mir Erweiterungen zu installieren. Und wir haben so eine Erweiterung geschrieben. Und diese Erweiterung kann mir zusätzliche Informationen zu einer Person anzeigen, die ich gerade im Internet gesucht habe oder die ich geöffnet habe. Ich zeige das auch nochmal an einem Beispiel. Angenommen, ich besuche Thomas sein Xing-Profil und ich bin aber selbst kein registrierter Benutzer von Xing. Das heißt, ich sehe nur die eingeschränkte Sicht. Mit dem Widget versuchen wir jetzt alle relevanten Informationen, die wir aus dem sozialen Netzwerk, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, rausziehen können, auf der Seite direkt einzublenden. Das können sein gemeinsame Bekannte, das kann aber auch sein andere Profile, die der Thomas so inne hat, oder das können auch Kontaktdetails sein, die ich direkt auf meinem Mobile gespeichert habe. Das heißt, an dem Ort, wo ich suche, versuchen wir, relevante Informationen einzublenden. Das Ganze befindet sich noch ziemlich in der Startphase. Wir haben viele Ideen. Eine Idee ist unter anderem, diese Erweiterung auch dahingehend zu ergänzen, dass sie mir an dem Ort der Suche auch relevante Informationen einblendet. Das heißt, wenn ich in Google nach einer Person suche, wäre es sinnvoll, diese Informationen dort direkt einzublenden. Auch hier versuchen wir, das soziale Netzwerk, das wir analysieren können, mein eigenes Adressbuch, aber auch zusätzlich öffentliche Quellen, auf die wir Zugriff haben, zum Beispiel auch das Telefonbuch oder öffentliche Xing-Facebook-Profile, die versuchen wir hier anzuzeigen, um dem Benutzer am Ort der Suche eine Hilfestellung zu geben. Das Ganze wollen wir natürlich auch ausweiten, das heißt auf den Mobiles, wo es ja naheliegend ist, diese Hilfestellung im Endeffekt zur Verfügung stellen. Deshalb arbeiten wir an Apps für Android und auch für iPhone, die dem Benutzer eben die Kontaktaufnahme vereinfachen sollen. Ganz zum Schluss, also wir sind jetzt schon fast durch,
Noch kurz ein Einblick in unser Adressbuch, das wir geschrieben haben. Mit dem haben wir damals eigentlich angefangen. Das ist ein zentraler Punkt, an dem wir versuchen, all diese Vernetzungsinformationen im Endeffekt dafür zu nutzen, die veralteten Daten, die in den Adressbüchern durchaus vorliegen, gemeinschaftlich aufzudecken. Und im Endeffekt wollen wir dafür sorgen, dass die Daten in den Adressbüchern aktuell bleiben. Das Ganze gibt es als Facebook-App, als Chrome-App oder einfach als Web-App unter www.kontaktkarte.de. Die Produkte, die wir oder die ich euch jetzt gerade eben vorgestellt habe im Schnelldurchlauf, zielen im Endeffekt alle darauf ab, dass wir dem Benutzer wieder näher kommen. Denn wir glauben, dass die Nähe zum Benutzer bei der Kontaktsuche entscheidend ist. Und unsere Produkte sollen genau das leisten. Wir hoffen, dass wir euch oder dass uns unsere Ideen gefallen haben und würden uns natürlich freuen über anschließende Gespräche. Ansonsten jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Veranstaltung. Dankeschön, Florian und Thomas. Habt ihr Fragen an die beiden? Eine Frage? Keine Frage. Okay. Valid, wie spreche ich das aus? Valid.io. Valid.io, okay. Das ist auch gleiche Domain, nehme ich mal stark an. Die gibt's auch. Valid.io. Okay, dann könnt ihr da angucken. Dann machen wir weiter. Danke an euch. Danke.